oder einfach nur tot. Sie sind eine Berühmtheit. Warum sind Sie so niedergeschlagen? Was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. Ach so. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. Rollenspiele. Wofür denn das überhaupt? Mucki. Ich glaube, die Geschichte mit Mucki ist ein Geist. Aber es gibt doch Krieg. Mit vielen Toten. Und ich bin mir sicher, dass mein Hamster Mucki schon vor Jahren gestorben ist. Oder nicht? Natürlich gibt es das alles, aber du siehst niemanden sterben. Und du kannst hier niemanden töten. Mucki war schon immer tot. Genau wie die meisten Stadtbewohner und das Schwein, das für deinen Frühstücksschinken gesorgt hat. Sie wurden tot erschaffen, verstehst du? Das sind die Stellen, die ich in Romanen immer überblättere. Ach, herrje. Warum ist es hier dunkel? Und in der Stadt, hä? In der Zauberschule steht ein Geisterspiegel. Kennen Sie den? Na, ich glaube, das bringt mich weiter. Ist ein Leben nach dem Tod? Sie sind doch der Tod. Können Sie einfach losgehen, jemanden jenseits befördern? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht Lust, das Gespräch weiterzuführen. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben. Und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Toter zu viel und hier ist die Hölle los. Nee, nee. Ich lasse meine Finger von dem Buch der Toten. Ja, selbst der Tod hat Angst vor Bürokratie. Aber jetzt bringen wir mal weiter in meiner Quest. Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp. Tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Mhm. Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Ja, nein, vielleicht. Solange dein Name nicht in dem Buch steht, darf ich dich nicht töten. So wenn gern ich das auch würde. Ich den Namen reinschreiben? Aber dann bin ich ja tot. Das bringt mich ja auch nicht wirklich weiter. Frage, muss ich jetzt mal stellen. Aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Achso. Ah. Wenn man etwas keine Erklärung hat, dann ist es immer Magie. Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du, intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Blicke nur voraus. Solltest du auch. Okay, ich muss zu einem Geist werden. Das hat mir schon... Ich muss weiter. Tot langweilig hier. Oh Mann. Entschuldigung. Ich kannte nicht. Ein alter Hut. Hallo, halt tot. Tag, tot. Tag, hallo. Tot. Ich muss sterben. Mich zu einem Geist machen?
Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu... Ja, nee, du spielst in deinen Stämmen. Vielleicht. Das heißt, ich kann ihre Dienstleistung erst in Anspruch nehmen, sofern sie einen Auftrag via Buch der Toten erhalten haben? Korrekt. Der Auftrag würde unverzüglich ausgeführt werden. Kein Rücktrittsrecht, keine Gutscheine. Ich sehe, du hast das Geschäft verstanden. Ich habe irgendwie etwas Angst, mich jetzt selbst zu töten, aber ich habe auch keinen Bock in der ganzen Welt. Ich muss weiter. Oh Mann. Irgendwelche Zutaten für einen Zaubertrank zu sammeln. Also, was soll's. Dann wollen wir doch mal. Das ist das Buch der Toten. In diesem Buch sind die Namen und Sterbedaten all jener aufgeführt, die der zurzeit steht, aber kein... Wir können das doch ändern. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Was glaubst du, tust du da? Scheib wieder ausprobieren. Lalala. Ups, das ist nicht das goldene Buch des Sumpfes. Was tust du das Universum aus den Angeln heben? Die innere Ordnung des Universums stören? Exakt. Also lass das bitte. Entschuldigung. Schade. Wir versuchen es nochmal. Was glaubst du, tust du da? Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Verdammt, das geht irgendwie nicht. Ich will mich doch da reinschieben, ich will doch jetzt sterben. Was glaubst du, tust du da? Ich wollte nur einen neckischen Gruß ins goldene Buch schreiben. Selbst wenn es hier ein goldenes Buch gäbe, dürftest du da nichts reinschreiben. Entschuldigung. Ach, verdammt. Dann muss ich doch Zutaten sammeln. Der Tod will mir nicht helfen. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Mal sehen. Ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Okay, Knochen. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Hat er doch was gebracht. Also, wir haben die Schweißachse, wir haben Geisterpilze, wir haben Knochenwürmer. Das ist saftiger, schimmeliger Schleim, aber kein Extrakt. Aha, stehe hier. Okay, was machen wir noch? Hirschkäfer, Geweihpulver, Pfefferminze. Das könnt ihr vor der Stadt wachsen. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch groß was. Nehmen wir unsere tolle Zauberkarte wieder und zu unserem Händler. Vielleicht könnt ihr uns erwarten. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Können wir noch eine... Nein, lieber nicht. Du hast den Hauptpreis schon gewonnen. Und bei deinem Glück stehe ich bald in Unterhosen hier. Dann lassen wir es lieber. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Tja, ich glaub's aber auch nur du. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Karotten stehen aber nicht auf dem Plan. Nee, egal. Langsam wird mein Inventar voll. Ich muss noch Seefest. Spectaculum Magicum. Steht da auf der Karte.